E30-Modelle sind für mich einfach die Modelle, wo definitiv mein Herz also wirklich daran hängt. Ich habe mich wirklich in das Auto verliebt, in diese schlichte Eleganz, in die Schönheit, in die Kraft vor allen Dingen auch, was das Auto ja mitbringt und die Sportlichkeit. Das allererste Fahrzeug, was ich mir irgendwann zugelegt hatte, das war ein 320er i-Cabriolet, ein schwarzes. Das war ein Fahrzeug, was mich aus meinem Dornröschenschlaf eigentlich geweckt hatte. Und wenn ich das Auto angucke, ich sage immer, es ist ein Leckerbissen, also für meine Augen. Es ist genau das Gesamtpaket, was mich einfach begeistert an den Autos. Und ja, deswegen liebe ich sie. Ich hoffe natürlich, dass mein kleiner Sohn irgendwann mal das Alter erreicht hat oder halt natürlich auch vorher schon die Begeisterung zu den Klassikern mit mir teilen wird. Ja, das sehe ich ja heutzutage auch schon, wenn er mit mir zusammen in die Garage kommt und die Autos sieht. Und irgendwann werden die Autos sicherlich mal an die Kinder weiter übergeben. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für ein Kind, dass sie dann auch mal mit Papas Oldtimer fahren können. Wenn ich, wie gesagt, daran denke, dass ich damals, als ich den 320i Cabrio das erste Mal gesehen hatte und ich mir gesagt hatte, dieses Auto möchte ich unbedingt mal haben. Und jetzt das mit dem Vierer-Vergleich, mit dem ich auch gefahren bin, bin ich der Meinung, hier hat das BMW wieder perfekt geschafft, ihren eigentlichen Hauptslogan umzusetzen, Freude am Fahren. Und das hat man einfach, wenn man schon hinter dem Steuer sitzt und er geht einfach ab wie eine Raubkatze und dann weiß man, alles klar, hier ist wieder sportliches Fahren angesagt und das ist perfekt gelungen.